Wir sollen mit Professor Gumbart reden, denn er hat mehr Ahnung zu unserer Schatzkarte, die wir von Prinzessin Peach bekommen hat. Die übrigens hier auf uns warten sollte, aber die ist einfach schon abgehauen, wie es scheint. Naja, jedenfalls sind wir hier mit Gumbella, ich weiß nicht genau, sind wir hier unterwegs und wollen schauen, wie es denn jetzt hier weitergeht. Ah, das sind Sie, Herr Professor Gumbart. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Nicht Musik. Du bist doch. Warte. Warte. Gleich fällt mir auch wieder. Dein Name war. Gary? Nein. Gumbabsi? Nein. Gumberta? Auch nicht. Ich habe auch hier keine Ahnung, wie sie heißt. Wie heißt sie denn nochmal? Ich hab's! Gumbrina! Letztes Jahr hast du meine Vorlesung über Altertumsgeschichte besucht. Richtig, Gumbrina. Schon seit dem 5. Semester. Sie erinnern sich also noch. Natürlich erinnere ich mich. Ich habe ein perfektes Gedächtnis. Und du warst eine meiner besten Studentinnen. Aber dieser Mann hinter dir, den kenne ich. Juhu! Nicht! Mario heißt er. Sie wissen doch, der berühmte Mario? Der Super Mario? Hallo? Entschuldige. Ich bin so in meine Forschung vertieft, dass ich etwas feldfremd geworden bin. Aber weshalb seid ihr beide eigentlich hier? Wir möchten etwas über den legendären Schatz erfahren, der hier in Rolingen sein soll. Und wir dachten, dass Sie uns sicher etwas darüber sagen könnten, Herr Professor. Aber sicher kann ich das. Schließlich bin ich nur nach Rolingen gekommen, um dieses Thema zu erforschen. Aber warum interessierst du dich denn so sehr für diesen Schatz? Du weißt doch, es wird erzählt, dass das nur eine Legende sei. Die Wahrheit in einer Legende zu finden, ist die Aufgabe eines Altertumsforschers. Und ich glaube, dass es diesen Schatz wirklich gibt. Deshalb will ich ihn finden. Eine sehr kluge Antwort. Und wenn das so ist, werde ich dir nach Kräften helfen. Also, bereits zur Natur des Schatzes gibt es schon viele Fragen. Einmal ist die Rede von zahllosen Juwelen, dann wieder von einem magischen Item. Manche sagen, der Schatz sei ein Monster, andere, die Schatzkiste sei leer. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was davon wahr ist und was nicht. Aber ich weiß, wie man den Schatz findet. Ihr braucht dafür die Sternjuwelen. Die Sternjuwelen? Willst du holen den uralten Schatz hervor, bring die 7 Sternjuwelen zum Äonentor. So sagt die Legende. Wenn sich etwas derart perfekt reimt, dann muss es doch einfach wahr sein. Na, war mit. Um den Schatz zu bekommen, solltet ihr also zunächst die 7 Sternjuwelen suchen. Wie interessant. Auch ich habe uralte Schriften zu unserem Schatz studiert und sie stimmen in Folgendem überein. Der Besitzer der magischen Karte halte diese vor dem Ionentor in die Höhe. So, dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Seht ihr? Jetzt wissen wir auch schon, wie man zu den Sternjuwelen kommt. Genau. Und wir haben Glück. Besagtes Ionentor soll sich in den Katakomben dieser Stadt befinden. Aber die magische Karte ist natürlich das Wichtigste. Und die haben wir nicht. Doch, wir haben sie. Die magische Karte findet sich nämlich in Marios Besitz. Was? Wirklich? Kannst du mir zeigen? Klar, hier, guck. Ein Stück Papier, war ein Brief. Das ist das Original! Ja, das ist die echte magische Karte. Ja, entspann dich mal, ist doch nicht so schlimm. Du bist großartig, umwerfend, wundervoll, exzellent. Mit dieser Karte finden wir heraus, wo die Sternjuwelen sind, weil du sie einfach von dem Jahren da hochhältst. Also als Gumbrina es mir gesagt hat, sie mich geküsst. Hoffentlich machst du das nicht. Braucht das nicht? Von dir? Sie sagen es, Professor. Worauf warten wir also noch, Gumbrina? Mario, gehen wir mit der magischen Karte zu mir und auf, los, ich zeige den Weg in die Katakomben der Stadt. Okay, der ist ja sehr excited. Na gut, wenn das so ist, dann los geht's. Öffnen. Wir öffnen die Tür. Den Zahn hier müsste man eigentlich entfernen können. Ah ja. Wie hat das gemacht? Ohne Hände. Durch diese Röhre gelangt man in die Katakomben. Also los, einfach mir nach. Warte mal, ich muss mich ein bisschen umschauen hier, okay? Merlon, bist du's? Wenn du eine Rangerhöhung wünschst, geh auf die andere Seite des Tisches. Wer ist das? Ja, genau, das ist Merlon, du kennst ihn ja schon. Ein mysteriöser Magier, der in Rolingen praktiziert. Er kann deine Mitschreiter aufstufen. Willst du einen deiner Mitschreiter aufstufen, musst du ihm 3 Insignien bringen. Wait, really? Mario Sunshine Insignien? Wie cool. Ja, okay, daran merkt man aber auch, dass das Spiel zu Mario Sunshine Zeiten rauskam. Mit den Insignien. Aber finde ich richtig cool. Gefällt mir. Die haben zu wenig Representation in heutigen Mario Spielen, finde ich. Ja, er war erstmal in
Toad Town unterwegs, jetzt ist er wohl hier unterwegs. Na gut. Muss ja auch gucken, wo er seine ganzen, wo er seine ganzen Kunden herbekommt, ne? Hey, 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 du bist doch gar nicht von hier, oder? Das ist Molluskis Revier. Wenn du durch willst, musst du 10 Münzen zahlen. Du sollst es nicht darauf anlegen, mit mir zu kämpfen. Ich bin ziemlich stark. Ich will gar nicht dadurch eigentlich. Wenn ich bezahlen willst, dann verzieh dich gefälligst. Aber hauen ist kostenlos, das finde ich gut. Was ich noch sagen wollte, Mario. Da unten gibt es allerlei seltsame Gestalten, sei so vorsichtig. Wer sich mit Action-Kommandos nicht auskennt, ist so gut wie verloren. Willst du sie vielleicht ein wenig üben? Ach nee, Mann, passt schon. Wirklich? Ach, wir sollten sie sicherheitshalber noch ein bisschen üben, oder? Bro, ist okay. Ich krieg das schon hin. Ah, war ja klar. Also, wenn dein Partner angreift, mach einfach das, was auf dem Bildschirm gezeigt wird. Siehst du ja. Verlängere dich, indem du A genau dann drückst, wenn dein Gegner angreift, ja? Also, auf in den Untergrund! Du gelangst in die Röhre, indem du dich hier raufstellst und A drückst. Also muss man sich nicht mal irgendwie hier so mittig hinstellen und dann warten, sondern man geht wirklich in die Röhre rein und alles zerknüllt sich in Papier. Das ist cool. Oh, und der Beat. Und schaut mal hier. Bombette hätte das bestimmt kaputt machen können. Aber sie ist nicht auf unserem Abenteuer da. Hey du, findest du es etwa okay, einfach so in unsere Katakomben zu marschieren? Was seid ihr denn für Nullnummern? Typisch, ihr von da oben seid so Etepitete. Ah, ich brauche noch Sonne und frische Luft. Ah. Hey, alter Rotzbremser, komm ran, wir bringen dir jetzt mal Manieren bei. Warte mal, guckt euch mal die Lady an, Jungs, dieser voll Hotmann. Hey, eigentlich mag ich ja Leute, die kein Blatt von jemandem nehmen. Aber Typen wie euch sind widerlich. Also verzieht euch besser. Hey Jungs, ihr Kleinen nehmt den Mund ganz schön voll, Mann. Seid ihr euch zum Kämpfen etwa auch zu fein? Dann hättet ihr lieber nicht in die Katakomben kommen sein. Ihr kriegt, was ihr verdient. Mama mia. Und hier kriegen wir jetzt erstmal das Battle Theme. Wie sie schon uns so anschauen. Die wollen uns unbedingt die Klamotten aus dem Reis ziehen. Hier haben wir die gesamte Bandbreite der Goombas versammelt. Ein Goomba, ein Pieks-Goomba und ein Paragoomba. Bei dem mittleren, dem Pieks-Goomba, musst du besonders vorsichtig sein. Er trägt eine Pickelhaube. Du verletzt dich also, wenn du auf den Tisch aufspringst. Hä, müsste das nicht Gumbrina eigentlich sagen? Sorry, ich verspreche mich hier oft. Ich bin einfach viel zu gehypt auf dieses Spiel gerade. Den fliegenden Paragoomba kannst du mit dem Hammer nicht angreifen. Bei ihm musst du einen eleganten Sprung anwenden. Je nach Art des Gegners solltest du also eine sinnvolle Angriffsfahrt wählen. Nutze auch die Action-Kommandos beim Angreifen und Verteidigen. Ja, aber das müsste Gumbrina mir sagen. Ah, noch was. Du kannst die Reihenfolge, der ihr Angriff mit Y-Stern verändern. Gumbrina kann also auch vor dir angreifen. Merkt ihr das gut? Ich werde euch, wenn ihr aus sicherer Erfahrung zuschaut, ich will nicht kämpfen. Viel Spaß euch. Viel Glück. Mach das doch mal, oder? Sie hat Techniken. Kopfnuss oder Scanner. Wir machen natürlich den Scanner. Ein nach dem anderen. Machen wir Platz. Kurz im Lexikon nachschauen. Ich muss es timen, oh. Das ist ein Goomba. Goombas gelten allgemein als ziemlich kleine Fische. Relativ unspektakulär. Okay, 2 KP, ein Angriff. Aber da möchte ich persönlich ganz heftig widersprechen. Ja, sie ist ja selber ein Goomba. Okay. Abgesehen davon haben sie keine Besonderheiten. Also kleine Fische eben. Ja, passiert mal. Ich weiß eigentlich noch mit Y. Nee, ich kann nicht mehr wechseln. Okay, interessant. Bam! Bam! Sehr nice! Ja, Gameplay funktioniert sehr gut. Ah, schaut mal, das finde ich interessant. Statt dass, wenn mein Partner getroffen wird, ist er für jeweilige Anzahl an Schaden, für die maximale Rundenanzahl. Also, ich mach's viel zu kompliziert. Wenn ich 2 Schaden bekomme, ist er 2 Runden lang betäubt. Ist hier nicht mehr so? Wir haben jetzt eigene Leben. Sehr interessant, bin gespannt, wie das im Level-Up dann aussehen wird. So, blip. Richtige Seite treffen. Yeah, perfekt. Das ist ein Pieks-Goomba. Also sozusagen ein Goomba mit einer Pickelhaube. 2 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Durch die Pickelhaube hat er eine höhere Angriffskraft als ein normaler Goomba. Und wenn du ihm auf den Kopf springst, nimmst du selbst Schaden. Also vorsichtig. Ja genau, der normale Goomba hat übrigens auch keine Verteidigung. So, aber mit dem kann man nur mit dem Hammer interagieren. Bam! Schön perfekt Damage gemacht. Ah, Mist. Zu spät, okay. Aber immerhin hilft er uns mit dem Timing ein bisschen. So, und ihn noch schnell scannen. Hat er mehr Leben?
3 Leben oder so? Wegen den Flügeln? Das ist ein Paragumba. Offensichtlich handelt es sich um einen Gumba mit Flügeln. 2 KP, ein Angriff, keine Verteidigung. Solange sie fliehen, kannst du sie nicht mit dem Hammer antreffen. Sobald du auf sie springst, fallen sie zu Boden und werden zu normalen Gumbas. Ja, dann springen wir direkt mal drauf. Juhu! Okay, Sai muss noch ein bisschen lernen alles, aber... fühlt sich richtig nice an. Ja, auch ein nices Theme. Das gefällt mir. Danke. Uff, das geschieht denen recht. Na gut, Mario. Unterwegs werden dir noch einige dieser Typen begegnen. Wenn sie dich entdecken, greifen sie an. Versuche ihnen mit Sprung oder Hammer sofort zu kommen, bevor der Kampf beginnt. Gelingt dir das, erhältst du den Erstangriff im Kampf. Sobald du einen Gegner entdeckst, solltest du also ohne zu zögern angreifen. Verstanden. Wahoo, hm, was ist das hier für ein Symbol? Was gibt's hier zu finden? Nichts? Eine Flasche? Die läuft doch schon ein bisschen länger. Komm schon, ich bin doch so papierdünn. Kann ja nicht durch. Schade. Was sagst du dazu hier? Die alten Katakomben. Ein Teil der antiken Stadt ist wohl noch erhalten. Unglaublich, dass es in den Katakomben Orte wie diesen gibt, oder? Ich hatte damals war das hier wirklich eine prächtige Stadt. Ja, schon ein bisschen traurig. Ich kann die einfach die ganze Zeit prügeln. Warum kann ich das? Okay, na gut. Geht's hier weiter? Ich war links noch gar nicht. Ich schätze, dafür ist es jetzt zu spät. Gucken wir später nach, was es da gibt. Ja, yeah, erster Angriff. Oh, ich muss direkt... Okay. Also normalerweise... Oh, das ist cool. Das zählt als richtiger Angriff. Sonst zählt immer nur als so ein kleiner Bonusangriff. So ein Damage mehr. Aber das hier war... Das war einfach volle 2 Damage jetzt. Krass. Sehr cool. Ah, ich hätte jetzt eigentlich mal Gumbrina angreifen lassen sollen, ne? Aber nee, schlimm. Yeah! Wir testen ja hier noch aus. Ist ja noch zu Anfang des Games. Bester Zeitpunkt, um auszuprobieren. Die Gegner sind wirklich langsam. Ich hoffe, es ist nur der Anfang. Bam! Was für die kann man nur mit Sprung angreifen? Nein, das stimmt nicht! Ja gut, sie kann jetzt nichts machen, ne? Das ist natürlich doof für sie. Aber gut für Mario! Okay. Fuck die Stage hier. Irgendwie auch ein bisschen an FNF, aber... muss ja nichts heißen. Okay. Ein Question-Mark-Block. Die haben wir ja auch. Unser erstes Item. Ein Pilz. 5 KP kann er wiederherstellen. Manche Items kannst du für Angriffe auf deine Gegner verwenden. Andere heilen dich halt. Du findest sie unter dem Item-Menü. Bam! Ist doch getroffen. Sehr schön. So. Schön, dass Mario direkt auch auf mich wartet. Danke, Mario. Sehr nett von dir. Okay, probieren wir mal den Kopfnuss aus. Okay, es ist exakt gleich wie Gumbario. Okay, perfekt. Ja! Yippie! Und eine Feuerblume. Macht auf allen Gegnern 3 Schaden. Not bad. Und die Blöcke können wir einfach so kaputt hämmern. Denn wir haben ja einfach von Anfang an des Spiels den Hammer. Was ich gut heiße. Den Standardhammer kann man einen immer geben, finde ich. Oh, der Block sieht aber ein bisschen böse aus. Was bist du denn für einer? Eine kleine Maus? Oder sowas? Käfer? Hm, ich komme aber nicht durch. Ich komme generell nicht weiter. Hast du eine Idee? Die Katakomben von Rolligan sind ja ein wahres unterirdisches Labyrinth. Anscheinend war die untergegangene Stadt wirklich riesig. Na gut, aber es hilft mir nicht weiter. Sionshorn muss ganz in der Nähe sein. Lass uns weitergehen. Aber ich komme nicht lang. Du hast noch irgendwas zu sagen. Das ist ein gelber Maxi-Block. Wie es aussieht, kannst du diesen Block noch nicht zerschlagen. Du brauchst vor allem einen stärkeren Hammer oder so. Achso, der steht hier im Weg. Ich dachte, der wäre... Ach, ich kann hier lang. Ach, ich Idiot. Ich kann hier verlangen. Oha, schau dir den mal an. Das ist so eine 3D-Animation. Das ist ja cool. Ich finde das cool, alles einfach zu lernen. Das macht einfach richtig Spaß gerade. Alles Neue hier zu kennenzulernen, was ich noch gar nicht kenne. Na gut. Das ist ein Spreuing. Diese Dinger sehen aus wie Sperrholz mit Sprungfedern. Ein faszinierender Anblick und keiner weiß, wo diese Wesen eigentlich herkommen. 3 KP, ein Angriff, keine Verteidigung.
Sie sind zwar schnell, aber leicht zu besiegen. Zeigen wir ihnen, wer der Boss ist. Das hört sich doch gut an. Lindor hat ein Item, schaut mal. Seht ihr das? Da hat er was hinter sich. Oder? Ist es ein Item? Es sieht so aus. Es ist sogar ein. Wow, 5 Schaden auf Mario. Doink. Gar nicht gut. Ich muss ihn schnell ausschalten. Okay, ich will kurz testen. Wie viel Schaden mache ich mit dem Hammer mittleren Wege? Okay, 1 Schaden. Das geht also noch. Gut. Ich sollte vielleicht meinen Pilz fressen. Andererseits könnte auch jetzt bald, wenn wir schon schon nah dran sind am Millionentor, könnten wir vielleicht auch bald einen Health-Block finden. Obwohl. Wo mache ich das? Okay, hier mache ich das. Wir haben hier Tasche. Genau. Pilz. Mario fressen. Yeah. Okay, sehr gut. Wir haben auch schon 5 BP. Aber eigentlich haben wir noch keinen wirklichen Grund, die einzusetzen, oder? Hey, da ist ein Riss in der Wand. Da ist immer noch ein Riss in der Wand hier. Aber ich krieg das nicht ab. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Wollen wir noch gegen den anderen Gegner kämpfen? Komm, machen wir's mal. Oh nein, aber nicht so. Boah, wie schnell. Oh, voll in die Nase, Mann. Das kriegst du zurück, Kollege. Mhm. Und du springst ganz normal drauf. Ganz schnell. Yes, geblockt. 0 Schaden. Das ist schon nice. So, aber natürlich ist das Spiel, wie gesagt, sehr angelehnt an den ersten Teil. Deshalb hat sich hier in der Steuerung und Gameplay technisch noch nicht so viel verändert. Aber muss ja auch nicht. Ist ja so oder so schon ein sehr gutes Gameplay-Konzept. Hat mir auch schon im ersten Teil gefallen. Okay, lass es weitergehen. Alles klar. Also hier oben ist wahrscheinlich der richtige Weg. Okay, da können wir auch nicht lang. Hm? Das sind so echt coole Sounds. Alles hat einen anderen Sound, wenn man draufhaut. Das ist cool. Und hey, ist das vielleicht der Schatz, von dem alle reden? Hey du, du hast meine Stimme? Das würde ja bedeuten, du bist der legendäre Held. Ich? Nur der legendäre Held ist in der Lage, meine Stimme zu hören. Oh, cool. Du musst wissen, vor langer Zeit hat ein böser Zauberer mich verflucht und in diese Truhe gesperrt. Das würde jetzt ein Mimik sagen. So warte ich nun schon seit vielen Jahren, dass der Held mich hier findet. Übrigens, was führt dich eigentlich an einen so finsteren Ort wie diesen? Ich frage mich wirklich, ob wir ihm vertrauen können. Wir sollten ihm besser nicht erzählen, dass wir nach den Sternjuwelen suchen. Oh, oh. Nein, ich habe mich verploppert. So, so, die Sternjuwelen sucht ihr? Ja, ich wusste doch, dass ihr wahrhaftige Helden seid. Ihr werdet mein Geschick brauchen, um in den Besitz der Sternjuwelen zu gelangen. Sucht also den Schlüssel zu dieser Truhe und befreit mich aus dieser misslichen Lage. Ich weiß nicht, warum der Truhentyp da was über Sternjuwelen wissen sollte. Was sollen wir tun, Mario? Findet den Schlüssel und bringt mich hier raus, Mann. Er muss hier irgendwo sein. Der Schlüssel sieht übrigens so aus. Den haben wir gesehen. Ich bitte euch, die legendären Helden. Okay. Na gut, dann helfen wir ihm. Müssen wir nicht einfach hier runterfallen? Dann sind wir da. War das nicht hier? Doch. Perfekt. Ein Schlüssel. Natürlich einen kleinen schwarzen Schlüssel. Denn der kleine schwarze Schlüssel passt in die kleine schwarze Truhe. Yahoo! Wahoo! Yappi! So, ich habe viel Spaß mit den ganzen Geräuschen hier. Der Soundkulisse macht so viel Spaß. Eine schwarze Truhe. Was magst du vor enthalten? Ein Typ wahrscheinlich, der lebt da drin. Oh, du hast den Schlüssel. Danke. Du Held, mein Retter. Oh, danke. Du Narr. Oh? Was zum... Wo bin ich? Ich habe dich reingelegt. Niemand wird dir helfen. Hilfe, es ist Alpalo. Im Gegenteil, die Rache für meine langen Qualen in dieser Kiste ist ein fürchterlicher Fluch, den ich über dich erhänge. So sei denn verflucht. Boah. Damit bist du verflucht. Selbst schuld, Eiernase. Also hör mir zu. Aber jetzt wirst du an manchen Stellen zu einem Papierflieger, wenn du Y drückst, ja? Damit hast du wohl nicht gerechnet, hä? Von nun an wirst du mit diesem furchtbaren Fluch leben müssen. Boah, wie schrecklich.
aber da du mich so dauerst, werde ich dir sagen, was du im schlimmsten Fall tun musst. Betrittst du eine solche Rampe, streit der Boden zum Zeichen meines Fluches. Hat sich selbst gerissen. Siehst du, drückst du Y, fallst du durch seinen Papierflieger. Oh Gott! Du kannst deinen Flug steuern, indem du mit dem Stick hin und her rissst. Jetzt den Flug entgegengesetzte Richtung, um zu steuern. Zu steigen. Achso, ich mach gar nichts. Leute, mach voll automatisch, okay. Halte jedoch nicht zu lange in diese Richtung, sonst wirst du langsamer und fällst zu Boden. Sobald du anfängst zu steigen, lass den Stick also los. Timing ist ja alles, dann sei zum Weitflug verflucht. Okay. Okay, hab's verstanden. Okay, aber das war doch kein Flug, das ist doch eigentlich ganz cool. Also es tut vielleicht Paper Mario ein bisschen weh, sich zu verwandeln, aber ist doch eine coole Fähigkeit. Wenn du genug verfliegen hast, drücke B und du wirst wieder normal. Okay, cool. Hast du verstanden, was mein fürchterlicher Fluch aus dir macht? Ja, habe ich verstanden. Nun lebe wohl, du Narr. Bro, du hast mir geholfen, das war kein Fluch, das war ein Gimmick, das war ein Feature. Wow, was war denn das für ein seltsamer Geist? Keine Ahnung, aber jetzt kann sich Mario qualvoll in einen Papierflieger verwandeln und davon fliegen. Wer würde das nicht tun, wenn man die Möglichkeit hätte? Oh nein, meine Freunde sind wieder stuck in meiner Tasche. Dieser seltsame Geist sagte, man soll den irgendwie steuern können. Ich glaube, du bist einfach ein Noob, Mario. Ja, ich hab's verstanden. Ich werd's schaffen, okay? Gib dem Mino noch eine Versuche. Ich schaffe das. Ganz sicher. Juhu, juhu, juhu. Mach halt immer einen anderen Akzent. Frag mich nicht warum. Okay. Ah, ja, doch, hat geklappt. Perfekt, das hat doch gereicht. Sehr, sehr gut. Da sind wir? Wow. Tür, schaut sie euch an. Nur schade, dass der restliche Raum nicht so vergoldet und altertümlich aussieht. Mario, Gambrina, seht euch das an! Das ist das Äonentor, von dem die Legende berichtet. Was für ein Anblick. The Pfau sind hier da. Oh, die Legende ist wahr. Wir sollten etwas näher rangehen. Meinst du? Das Äonentor! Man spürt förmlich die magische Energie. Das muss der prächtigste Palast der antiken Stadt gewesen sein. Also dem Tor nachzuschließen, könnte das sogar stimmen. Ja, ich glaube allen. Ich glaube alles, was mir erzählt wird. Ja. Schaut sie euch an. Was? Soll ich hier nicht draufstehen? Oh nein, beschwöre ich jetzt die Typen aus OOT, die das Siegel bewachen? Sind das Triforce? Herr Professor, was war das denn eben? Was passiert da mit Mario? Seine Schatzkarte, sie beginnt zu leuchten? Nicht nur das. Da wird, glaube ich, was draufgezeichnet. Wow. Und das mit Farbe. Aber nur die Ecke dort drüben? Oha, wie cool. Ploppt sich so auf. Da ist ein silberner Stern drauf zu sehen. Will uns die Schatzkarte etwas mitteilen? Auf der Karte, auf der magischen Schatzkarte wurde die Lage eines Sternjuwels eingetragen. Oh nein, es ist einfach exakt das gleiche wie Paper Mario 1. Wir müssen die Sterne retten. Und zusätzlich lernt Mario die Sternenattacke Sternenfit. Denn er ist jetzt voll mit der Kraft der Sternen. Herr Professor, die Karte! Und dann dieses... Ja, sehr beeindruckend. Das scheint ein Hinweis auf die Lage des ersten Sternjuwels zu sein. Und dieses Leuchten eben, es scheint, als hätte Mario mysteriöse Kräfte erhalten. Nun, auf jeden Fall sollten wir zurück zu mir gehen und die Karte näher untersuchen. Oh yeah. Oh yeah. Dann gehen wir nochmal zurück. So ist das also, ja. Sie haben es verstanden, Herr Professor?
Aber natürlich! Und ich werde euch es auch erklären. Eines kann man nämlich mit Gewissheit sagen. Diese Karte ist etwas ganz Außergewöhnliches. Sie findet mit einer Art Radar heraus, wo sich die Sternjuwelen befinden. Demzufolge befindet sich das erste Sternjuwel im Feuertal. Im Feuertal? Das Feuertal liegt ziemlich weit östlich von Rohlingen. Ehrlich gesagt erschien mir diese Gegend bereits seit längerem verdächtig. Der Name Feuertal ist mir schon des Öfteren in der Fachliteratur begegnet. Aber wie gelangt man in dieses Feuertal? In den Katakomben soll es eine Röhre geben, die direkt dorthin führt. Aha, verstehe. Übrigens, Mario, wie kamst du eigentlich auf diese Karte? Hab ich doch gesagt, Mann! Ach so, von Peach. Sie hat dir die einfach geschickt? Sieht die Prinzessin unter Umständen einfach so aus? Ja, actually schon. Ja, das ist sie. Ich wusste es! Die Prinzessin war neulich bei mir und wollte etwas über den Schatz wissen. Ich habe ihr etwas über die Sternjuwelen und das Feuerteil erzählt. Vielleicht ist sie ja wieder... Ist sie ja wieder erwarten, doch allein ins Feuertal gegangen. Ist alleine gereist, ohne uns? Übrigens, in der Stadt fragten auch so seltsame Typen nach den Sternjuwelen herum. So, so, interessant. Vielleicht haben die etwas mit der Prinzessin zu tun. Also gut, ihr beide brecht sofort ins Feuertal auf. Wenn sich die Prinzessin tatsächlich dorthin begeben hat, müsst ihr sie einholen. Die Suche nach den Sternjuwelen führt uns sicher auch auf die Spur der Prinzessin. Macht Sinn. Danke. Und sie kam nicht mit Professor Gumbat? Ich versuche etwas über Prinzessin und diese seltsamen Typen herauszufinden. Euch zu begleiten wäre für einen alten Herrn wie mich doch etwas zu anstrengend. Ich kann nicht mehr kämpfen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich jederzeit zu mir kommen. Also gut. Gehen wir, Mario. Viel Erfolg. Und jetzt lasst mich euch Lebewohl sagen. Dann sagt Lebewohl. Na, kommt mit. Ach ja, etwas habe ich vergessen zu erzählen, das habe ich nochmal mitgekommen. Zunächst zu dem Leuchten von Mario herum. Wie es scheint, hat Mario gelernt, sich einer Sternenattacke zu bedienen. Einer Sternenattacke? Mario, hast du es einfach schon wieder vergessen? Bist du Ash oder was? Bevor ich lange Erklärungen gebe, würde ich es euch lieber demonstrieren. Hast du Lust auf ein kleines Experiment, Mario? Ja, okay. Und gut, dann lasst uns das Experiment starten. Okay, du zeigst uns jetzt, wie die Sternenleiste funktioniert, wie im ersten Teil, ne? Schaut dir zunächst die Leiste an, da oben. Die blaue Leiste da oben. In dieser Leiste ist ein Punkt, das bedeutet, du hast im Moment genau eine Sternenergie. Du verfügst also momentan über eine SE-Sternenergie. Und wenn... Was? SE? SE? Warum sagst du das zweimal? Okay, wenn du genug hast, kannst du auch eine Attacke einsetzen. Sternenfit füllt KP und BP auf. Also genauso wie das erste, was wir im ersten hatten. Okay, mach was mal. Halt übrigens auch Vergiftung und ähnliches. Also es ist eine verbesserte Art und Weise. Eine verbesserte Form generell von dem, was wir im ersten Teil hatten. Die Karte kann mehr als der Typ selber. Bewege nach links wiederholt. Okay, wir schießen einfach so Dinge ab. Ah, und damit entscheiden wir dann, was geheilt wird und was nicht. Ah. Ja, aber kann ich einfach spammen? Oder ist es besser abzuwarten? Was war das denn? Hö, ich habe so ein Giftpilz eingesammelt. Ah, okay. Das ist interessant. Man wird einfach so geheilt wie im ersten Teil, sondern man muss schon was dafür tun. Okay. Wir können aber auch nur eine Sternenergie bisher sammeln insgesamt. So, jetzt hast du ja gar keine Energie mehr, richtig? Der Trick ist, du kannst neue Energie sammeln. Und hier kommen die Zuschauer im Publikum ins Spiel. So, wann sitzen die trotzdem da vorne? Wenn die Zuschauer sich gut amüsieren, erhält sie Sternenergie. Also Leute, ihr müsst ein Like da lassen, damit ich mehr Sternenergie bekomme. Also Mario Gabriela versucht einfach mich anzugreifen. Okay, du hast es so gewollt. Bam! No, no. Sehr gut. Ich hab einen Zahn verloren. Aber das hat den Zuschauern gefallen. Und ihr habt ein wenig Sternenergie gehalten. Ihr kranken Toads. Dass ihr euch diese brutalen Kämpfe hier anschaut. Okay, passt zu Rohlingen. Yeah! Yippie! Sehr gut, ihr seht, ihr kriegt immer mehr Zuschauer. Ist das nicht cool? Die Anzahl der Zuschauer siehst du übrigens links unten auf dem Kampfbildschirm. Und das bedeutet was genau? Höhere Chancen auf Sternpunkte oder wie? Also gutes Timing entspricht mehr Chancen auf den Sieg. Also, je mehr Zuschauer du hast, umso mehr Sternenergie kannst du auch bekommen. Außerdem kannst du auch mit einer Show-Einlage deine Sternenergie erhöhen. Sollst du dir wirklich gut merken. Das wäre alles eigentlich.
Das ist eine Schornanlage. Das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden. Gute Arbeit, Mario. Mein Zahn. Übrigens, Mario, ich habe hier noch diesen komischen alten Hammer von damals. Den kannst du haben. Ah, nee, das ist ein Orden. Powerhauer-Orden. Mit diesem Schlag zeigt Mario Gegnern, was eine Harke ist. Das ist ein Orden. Orden kannst du dir einfach so anhängen an deine Latzhose und dann verbesserst du dich. Aber denk dran, du brauchst dafür OP. Und du hast nicht Fehler. Also level das immer schön, ja? Brauchst nicht üben, danke. Okay, bist du sicher? Du sollst es besser einmal probieren. Nein, ich hab's verstanden. Verstehe. Merk dir nur, dass du Orden ausrüsten musst, damit sie einen Effekt haben. Übrigens brauchst du BP-Punkte, um den Powerhauer zu nutzen. Du musst im Kampf also nicht nur auf deine KP, sondern auch auf die BP Acht geben. Nun, ich hoffe, ihr werdet die Röhre zum Feuertag ohne Probleme finden. Ich hoffe auch. Das werden wir dann in der nächsten Folge finden. Ich will jetzt noch schnell kurz in meiner Ordentasche den Powerhauer raus. Mario nennt den Powerhauer. 2 BP. Mit diesem Schlag zeigt der Gegner, was eine Hacke ist. Okay. Also ein stärkerer Hammerschlag. Da bin ich sowas von dabei. Hoffentlich seid ihr auch in der nächsten Folge dabei. Und diese Stellen sollten wir uns merken hier.